Jo Leute, ein herzliches Willkommen zum prestigeträchtigsten Rennen der Season. Wir sind in Monte Carlo und ja, was soll ich sagen, eine der legendärsten Strecken und vor allem in der Geschichte natürlich. Es ist eine Megastrecke und ich hoffe natürlich auch, dass wir heute eine Mega-Leistung abliefern können. Mit Sebastian Vettel im Aston Martin wird es ziemlich schwierig, die Pole zu holen. Aber wir gehen hier mal ins Training rein. Das fing natürlich wie immer holprig an. Wenn ihr gerne den Channel kostenlos, schaut auch gern auf Instagram, auf IT-Gaming, aber auch gern auf it's-tobi auf TikTok, wobei wir sind fast 12.000 Leute, also vielen, vielen Dank, schaut unbedingt gern vorbei und es geht in die erste Kurve. Ich bin schon mal einen Anlauf, eine halbwegs gute Runde gefahren, aber jetzt legen wir einen drauf. Wir werden jetzt hier mal runtergehen, Casino vorbei links, ein bisschen weit gekommen hier, aber auch dann die Bodenwelle natürlich, die legendär ist, hier darf man eigentlich nicht drüber fahren, sonst ziehst du sofort auf die langsamste Stelle. Stelle im Zirkus, hier genau runter, und dann kommt, wow, das ist echt eng, hier steht dann Thanks Niki oder Merci Niki, dann in Tunnel rein, wow, da sind wir ein bisschen angeditscht mit dem linken Vorderreifen, aber alles noch gut gegangen, auch im Tunnel, da gab es wirklich schon viele, es gibt so viele legendäre Momente auf dieser Strecke, da bräuchtest du wahrscheinlich 3 Videos am Hafen vorbei und natürlich auch ein bisschen im Fokus, dass die Strecke modernisiert gehört, also man muss die Strecke ein bisschen umbauen. Die Formel 1 macht da ordentlich Druck am Schwimmbad vorbei. Ganz, ganz knapp mit dem rechten Vorderreifen. Und hier in Raskas rein. Links haben wir das Kaffeehaus, Disco, whatever. Und aus der letzten Kurve raus. Das war eine holprige Runde hier in Monaco. Ich hoffe, im Qualifying machen wir es ein bisschen besser. Aktuell reicht es mal für die schnellste Rennrunde. Aber ich denke mal, ja, da wird noch einiges kommen. Hoffentlich von der KI, aber von uns natürlich auch. Wir fangen mal an, wir werden ein bisschen quatschen über das gestrige Training. Und zwar ging es da ja eigentlich nur darum, ist es Red Bull oder doch Ferrari, weil das ist sozusagen der Fight. Aber gerade im zweiten freien Training hat sich gezeigt, ja, dass Ferrari schon ordentlich eine Macht ist. Wenn mal ein Carlos Sainz Jr. auf dem zweiten Platz vorfährt und ja, ein Perez Dritter ist, weißt du, entweder hatte Verstappen einen Fehler oder Ferrari ist echt mächtig. Und im letzten Sektor war Leclerc immer eine halbe Sekunde schneller als die Red Bull. Und ich kann mir da echt gut vorstellen, dass das heute eine reine Ferrari-Reihe wird. Aber ich denke mal, das Momentum liegt auf jeden Fall bei Leclerc. Der fährt da eine ordentliche Pace. Und ja, so hat sich dann auch ergeben, dass das in beiden Sessions Leclerc auf dem ersten Platz war. Auch Verstappen immer nur Dritter. Und diesmal im ersten Dritter und im zweiten... im zweiten war er Vierter. So. Dennoch, ich denke mal, es wird sehr spaßig werden. Es gab nicht viele Sachen, wo man sagen kann, wow, Crash, gab es nur eine heikle Situation von Ricardo im zweiten Sektor. Der hat einen Pendler bekommen und ist dann bei Hafen eingeschlagen, ist aber auch kein größerer Schaden, eine rote Flagge, ja, aber auch Bottas ein bisschen der Pechvogel des Tages, der konnte nicht viel fahren. Und vor allem natürlich muss man sagen, eine richtig weirde Situation von Mick Schumacher, der die komplette Boxen einfach blockiert hat, indem, ja, keine Ahnung, nichts mehr ging und er konnte noch nicht mehr weiterfahren. Und genau bei der Boxeneinfahrt, also das war echt sehr, sehr komisch. Dennoch haben sich viele echt ordentlich, also ganz brav unterwegs. Das Bouncing bei Mercedes ist wieder mächtig da, aber ich denke mal, meine Vorhersage wird auf jeden Fall sein, Rot. Also ich denke mal, Leclerc, Verstappen wird sich rappeln können, wird Zweiter werden, weil die waren echt knapp mit Sainz zusammen. Und Dritter wird dann Sainz werden. Perez schaut auch mächtig aus, auch Alonso kann die Strecke sehr gut. Ich bin nicht gespannt, ich bin sehr gespannt. Aber ich denke mal, Leclerc, Verstappen und Perez. Schreibt gerne euren Tipp in die Kommentare und wir starten hier ins Qualifying. In das wohl wichtigste Qualifying der Season in Monte Carlo. Hier zum, ja, 7. Qualifying in dieser Season. Wir sind mit Sebastian Vettel unterwegs. Dem ging es gestern noch nicht so gut mit dem Auto, mit dem grünen Red Bull. Aber ich hoffe, wir können hier mit dem ersten Martin was rausholen. Ordentlich herausgekommen und wir starten gleich selbst in unsere Runde. Nein, wir sind doch jetzt, starten wir. Jetzt gehen die 5 roten Lichter aus. Wir machen eine fliegende Runde, ist nur erstes Training. Ich meine, da juckt es mich jetzt. Ah, erstes Qualifying. Gleich hier mal angeditscht. Aber da gibt es keinen richtigen Schaden. Ja, wie gesagt, juckt mich ehrlich gesagt im ersten Training gar nicht, im ersten Qualifying, was wir hier fahren. Wir müssen es natürlich im dritten rausholen. Aber auch vor allem das zweite wird wichtig sein, mit welchen Reifen wir starten. Ja. Die Reifen ordentlich kalt noch, aber auch hier sehr, sehr dumm angefahren. Also ich bin da nicht ganz nach links gefahren. Ich traue mich, um ehrlich zu sein, noch nicht ganz. Ich, ja, nach einem
50% Rennen bist du da wahrscheinlich etwas optimistischer mit den Kurven. Aber bei mir waren das 15 Minuten Training, wo ich, keine Ahnung, 10 Runden gefahren bin. Und dann hier das Qualifying. Also ja, ich mag das, die Rennstrecke eigentlich schon. Mein Problem ist halt, dass man echt Vertrauen ins Auto haben muss. Und ich fahre ja gerade mal das 7. Rennen mit diesem Auto. Und dennoch wird es echt spannend jetzt werden, wo wir landen werden. Der erste Sektor war ordentlich. Ich meine, wir hatten hier einen Pendler in La Source. Ach, hier den Scheitel verpasst. Das ist ein Trauerspiel bei mir. Das ist echt nicht, das ist nicht schön. Also das ist wirklich nicht schön. Und hier an, ja genau, hier ist er dann angeditscht. Auch in der Formel 2 gab es einen grässlichen Unfall, also jetzt nicht tödlich oder so, aber es gab schon einen Unfall, wo du dir dachtest, so, ah ja, da wird es auf jeden Fall spannend werden. Ich weiß auch nicht, warum die Formel 2 im Rahmenprogramm hier fahren muss. Es ist immer heikel, in Monaco zu fahren. Es reicht mal für eine 1.14.6 und ja, das ist für mich eigentlich eine okay Runde für Leute, die, keine Ahnung, Monaco gerne fahren oder gut fahren, denken wahrscheinlich, du bist aber ein Loser, ja, aber ja, I'm sorry for that. Und jetzt unser zweiter Versuch, wir hatten sogar Lila im ersten Sektor und jetzt auch sogar eine Verbesserung, aber dann passiert hier dieser Fehler, ich ditche an und der Flügel ist weg. Das ist natürlich ein typischer Monaco-Fehler, wenn man irgendwie die Kurve verschätzt. Ja, hier dann angeditscht. Mann, das ist echt dumm. Gott sei Dank geht's nur mit einem Flügelschaden. Es hätte auch viel schlimmer sein können. Hier dann zack, rechts. Man sieht's eigentlich gar nicht, den Schaden. Aber ja, das Spiel muss ja wieder richtig übertreiben. Was ist eure Lieblingsstrecke? Zählt Monaco bei euch zu den Lieblingsstrecken? Ich würde es echt gerne wissen. Schreibt's gerne in die Kommentare. Links. Ich weiß nicht. Also ich werde mit Monaco nicht richtig warm. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass ich die Strecke hasse, bei Gott nicht. Also es ist wirklich eines der schönsten Sachen anzusehen. Dennoch weiß man halt auch, wenn es um Monaco geht, Langeweile, meistens gewinnt halt der Erste, Zweite oder Dritte, je nach Strategie abhängig, meistens halt sogar der Erste, und wenn es dann noch ein langweiliges Rennen wird, wo die Top 5 oder so genauso ins Ziel kommen, wie sie gestartet sind, ist es halt dumm, aber natürlich, es ist wenig Überholmöglichkeiten, wenig Platz, für das steht natürlich auch Monaco. Ich meine, wir sind nicht mehr in den 50er Jahren, wo die Autos nur 70 cm breit sind und vor allem, ja, da 4-5 Autos nebeneinander in der Kurve gepasst haben. Wir sind in der Formel 1 leider und da passen teilweise in manche Kurven nur 2 Autos nebeneinander, teilweise sogar nur 1. Das ist nicht mehr zeitgemäß, ist vielleicht jetzt übertrieben zu sagen, aber man muss halt schon sagen, dass die Strecke, ja, ich weiß nicht, genau. Eure Meinung unbedingt gerne in die Kommentare. Wir können auch gerne auf TikTok da weiter diskutieren. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir mit Rot in den zweiten Run gehen, also ins Q2 gehen. Ich dachte mir zuerst, hier passen nicht mal 2 Autos rein. Ich dachte mir zuerst, dass wir vielleicht mit Gelb starten werden. Aber das wird ein langer erster Stint. Und das wollte ich mir nicht antun. Ich denke mir so, Rot wird auf jeden Fall spaßig. Ich male mir auch in Qualifying jetzt nicht die Pole raus. Hier könnte es allerdings doch für den ersten Platz reichen, weil ich mal denke, Hamilton, Verstappen, Bottas werden alle probieren, mit Gelb zu fahren. Und so ist es auch, Verstappen und auch Hamilton hier mit Gelb, Leclerc nur mit Rot unterwegs und auch Norris mit Rot. Ja, wir Loser-Teams müssen halt gucken, dass wir es schaffen. Und es reicht bei uns mit einer Sekunde Vorsprung. Also Halleluja, da waren wir gut unterwegs. Perez jetzt hat dann verkürzt, wird auch mit Rot starten. Nur Verstappen und Hamilton gehen dann einen anderen Weg. Da die werden wahrscheinlich auch im Qualifying weit vorne sein. Und jetzt geht's los in die Q3-Session von Monte Carlo. Ich freue mich. Wirklich, es ist eine coole Strecke, es wird auf jeden Fall spannend werden und ich hoffe, ihr seid dabei. So, noch einmal nehme ich einen angefahrenen Satz Reifen, der wird sich als Bad Idea herausstellen auf jeden Fall, der wird sich als sehr, sehr dumme Entscheidung herauskristallisieren. Aber dazu natürlich am Ende der Runde mehr. Jetzt geht's hier mal in der letzten Kurve, boah, mit einem richtig holprigen Start rein. Aber das ist hier nicht so wichtig, man kommt hier erst eine sehr langsame Kurve raus. Jetzt erste Kurve, La Source, gut mit Fettkörb mitgenommen, links traue ich mich nicht dran von richtig, aber trotzdem war es eine ordentliche erste Kurve, den Berg rauf, den wir, glaube ich, schon seit 78 Jahren darauf fahren. Nein, es sind schon mehr, 1950 gab es ja das Debüt, die Strecke an sich gibt schon seit 1939, also die Strecke ist echt sehr, 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 sehr
alt, aber natürlich auch sehr, sehr traditionell. Und jetzt hier Monaco, zack. Och du Kacke, da kommt das Heck aber gleich richtig mit. Das ist nicht ganz normal so. Aber vor allem muss man natürlich auch gucken, wir haben einen angefahrenen Satzreifen, der hat ja auch schon 7% mit Aufwärmrunde und so weiter. Also das ist schon okay. Auch an sich, meine sauberen Runden sehen immer aus, als ein, zwei Mal ditch ich in eine Mauer an. Das, I'm sorry, wirklich. Also Monaco ist jetzt nicht meine Strecke. Ich fahre auch nur auf KI-Stufe 82 oder so. Also, no, tut mir echt, macht mir das nicht böse. Ja, sorry, okay. Aus der letzten Kurve, in die letzte Kurve jetzt hier rein. Und da komme mit einem Power Slide raus. Das gibt auf jeden Fall einen fetten, doppelten, schwarzen Strich. Aber natürlich gibt es auch für uns hier nur Platz 2, wo ich mir denke, what the fuck. Aber vor allem mit ja, einer halben Sekunde Rückstand auf Perez. Da ist nicht mal noch Hamilton und Bottas gefahren. Ah, Hamilton und Verstappen gefahren. Also würde ich mal sagen, ja, wir müssen nachlegen. Und das tun wir jetzt auch mit einem echt guten zweiten Run. 4 Sekunden schneller, hat nur nicht gezählt, weil ich die Runde abgebrochen habe. Jetzt geht's in unseren Final Run in Monaco. So, wir sind wieder im Casino. Ganz, ganz nah hier an die Wände rechts. Da waren wir okay dran. Und das gibt sogar eine Zehntel. Lila im ersten Sektor. Das im zweiten Run. Haben wir auch gestern im Training gesehen. Es ist möglich, dass man auch in den späteren Runs hier noch gute Zeiten mit Rot fahren kann. Also ich glaube nicht, dass sich mit dem ersten, also mit dem ersten Run manche Qualifying Sessions entscheiden werden. Ich werde vielleicht auch Leute sehen oder Teams sehen, wo man es probiert mit einmal anfahren, nochmal anfahren und dann erst Vollgas. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, die Strecke ist nur 3,3 Kilometer lang. Und deswegen wird es auf jeden Fall eine sehr interessante Qualifying Session. Wahrscheinlich spannender wie das ganze Rennen. Jetzt geht's hier Schwimmbad, zweiter Sektor, lila. Wir haben 1.14.9 und da war es wieder da. Dieser typische Monaco. Mann, mich kotzt diese Strecke jetzt schon langsam an. Diese typische Monaco-Strecke ist einfach so mühsam. Wir kommen hier mit einem 1/4 aus der letzten Kurve raus. Es wird nicht mehr reichen für die Pole. Halbe Sekunde haben wir zwar aufgeholt, aber es wird nicht reichen für die Pole. Mann, fuck. Das wäre so eine gute Runde gewesen. Bis auf, ja, Schwimmbad, die haben schon einige gefressen. Schaut gerne fitz_tobi auf TikTok vorbei für Predictions, für Vorhersagen, aber auch für News und Facts und auch Quizzes. Links mal in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Morgen kommt das Rennen und die Hotlap und am Montag dann die Recap zum Rennen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.